weg. Wir sind auch weg. Wir sind in dem Moment, wenn du Ja, wir sagst, sind immer wir da. sind eh gleich weg. Wir sind in dem Moment, wir tauchen auf, wenn einer auf das Video draufdrückt, und wir sind wieder weg, wenn einer das Video wegdrückt. So ist es, wenn Genau. man weiß, was man als Gedanke ist, nicht mehr und nicht weniger. Ja. Wir machen einen ganz kleinen Sprung jetzt, indem ich eigentlich hier ganz kurz reinfahre in unseren Schwätzer-Chat. Und zwar geht es mir, da muss ich jetzt einmal hochfahren, die neuesten, weil die wieder das zugemüllt haben oder nicht zugemüllt haben. Wo war das? BC, mir geht es um einen Butterfly-Effekt. Ich bin ja gewaltig. Was hast du jetzt das für Verbindung? Hört ihr mich noch? Ja. Ja. Was hat er jetzt? Warum ist er da weg? Ist ja wurscht, wieso er jetzt das zeigt. Verbindung wird hergestellt. Das müsste gehen. Ja, was auch immer ist. Ich lasse das einmal laufen. Gib doch mal immer wieder ein Laut. Ja. Ja. Nochmal Alle da. hochfahren kann aber dauern. Ich habe doch den Schmetterlingsrauch. Das ist erst einmal Quantenmechanik, und da kann man hier Chaosmathematik eine Verbindung. Was mir jetzt wichtig ist, da hat dann der BC natürlich sofort wieder in seiner Art und Weise geistreich reagiert. Holofeeling-Selbstgespräch, die Verwandlung von der Raube und so weiter. Was ist Ja. das hier? Wirbelsturm? Nee, da muss ich noch weiter zurück. Das ist noch, wir müssen noch ein Stück weiter zurück. Oh je, oh je, oh je. Na, so weit war das doch nicht. Die Perlen sind schwer zu finden, da drin. Warte doch mal, wenn nicht, lassen wir es gehen. Wir schauen noch mal. Sieht ihr, man muss halt, sobald man sich verstreut, da haben wir die Stelle. Das habe ich gesucht. Das ist schon die Stelle gewesen. Da war ich jetzt aber ein schnell. Da haben wir jetzt den Loder und die Bäckerei, wo ich sage, ob du da oder dahin gehst, du entscheidest, gehe ich in die Metzgerei und in die Bäckerei. Und da ist er jetzt natürlich schon so fit drauf, dass er das plötzlich feststellt, dass das Wort Bäckerei auch mit dem Abi was zu tun hat, der Bäcker. Dann bringt er Ausschnitte aus dem Selbstgespräch. Und was mir jetzt eigentlich wichtig ist, das ist diese Verwirbelung. Weil ich sage, diese kleine Verwirbelung und dieses Wort, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Habt ihr das Bild? Ja. Ja. Da stößt jetzt der BC auf die Verwirbelung. Und dieses hebräische Wort für Verwirbelung, da haben wir schon wir in Gott. Welches Bild, Ich oder? hab kein Bild übertragen. Wir haben nur unsere Bilder. Ihr habt keine Bildübertragung. Ja, unsere, also die Ja, wartet Pixel. einmal, wartet einmal. Pixel. Das habe ich doch übertragen, habe ich doch drauf gehabt. Dein Beginnen. Jetzt. Jetzt Jetzt passt. habt ihr es. Ja. Die ganze Zeit mich. Ich habe jetzt so lange gesucht, da hatte ich nämlich einen Fehler mit drin. Jetzt passt es, weil jetzt müsste das auch stehen, wenn wir das machen. Das heißt also, da kann Genau. ich jetzt gleich auf mein Ding gehen. Die ganze Suckerei vergesst ihr jetzt ganz einfach, wo ich da rumgescrollt habe, um den zu finden in den Geschwätz. Er geht dann auf BC, greift dann und schaut, welcher dem. Er hört sich das Video an, stellt Auszüge rein, wo ich von dem Schmetterlingsphänomen erzähle, populärwissenschaftlich, und dann sucht er nach dem Wort Verwirbelung, Verwicklung. Und diese Verwicklung, er hat eigentlich Verwirbelung Ja. eingegeben als Suchbegriff und dann kommt er zur Verwicklung. Das ist jetzt erst einmal ein Wirbel. Ja. Das heißt, wir in Gott. Ja. Und dann haben wir hier natürlich auch einen Strudel, eine Verwicklung und es setzt sich ja zusammen. Und ich sage immer, wie genau schaust du dir die Wörter an? Ja. In den Schmetterlingsphänomen, jetzt muss ich ganz kurz etwas ausführen, ist ja in der klassischen populärwissenschaftlichen Metapher, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings in China, und wir wissen, China heißt das einmal, das Leben ist NA, eine existierende Schöpfung. Ja. Und dieses NA hebraisiert heißt ja definitiv noch nicht gar gekocht, noch nicht reif. Ja. Das Leben ist noch sehr unreif, solange du materialistisch, chronologisch, unbewusst chronologisch denkst, ist das Ganze extrem unreif. Und jetzt haben wir diese Verwirbelung, die im Osten, China definieren wir ja als Osten, Ja. im Westen einen Orkan auslösen kann. Okay?
Und genau das, dieses Spiel zwischen Osten und Westen, ist in dem Wort mit drin. Wir schauen uns das jetzt einmal ganz genau an. Okay, und zwar machen wir einfach mal in zweier Schritten, wie wir es gewöhnt sind. Wir haben das erste Mal blau gelesen, einen gestaltgewordenen Augenblick. Ja. Wir gehen den gestaltgewordenen Augenblick, MA, wir bleiben auf dem blauen, gehen wir einfach mal ein. Ja. Dann wirst du feststellen, das gibt es an und für sich nicht, gestaltgewordener Augenblick, aber wir haben ja die Radix, nur weil ein Wort nicht drin ist, heißt es nicht, dass es diese Energiewesen nicht gibt. Genau. Der gestaltgewordene Augenblick, und ich sage dann immer wieder, meistens wirst du feststellen, dass man He hin dranhängen muss, um dann das Wort zu kriegen, was auch sehr sinnvoll ist, was ich anraten kann, wenn sich einer näher damit beschäftigt, dass du dieses Ding umschaltest am Wort Anfang, dann siehst du, wie sich diese Radix gestaltgewordener Augenblick entwickelt. Schauen wir das mal kurz nach. Das entwickelt sich, wir haben zuerst den gestaltgewordenen Augenblick, das ist das Erste. Dann kommt praktisch das Da, das Werk, das ist jetzt der gestaltgewordene Augenblick, wird zu einer Polaröffnung. Ja. Die Idee, wenn wir uns jetzt anschauen, das kommen wir dann gleich nochmal drauf, das kriegen wir nochmal. Das ist jetzt nämlich ganz interessant, jetzt kriegst du nämlich dein Geschwätz, wo ich gerade ewig suchen musste, um wieder was zu finden, was natürlich auch teilweise inspirierend sein kann. Das ist das einmal eine Polaröffnung, ist was Abgetrenntes. Ja. Dann haben wir B, Alken, bin ich schon gegangen. In Gott ist das Fundament, die Basis. Dann haben wir natürlich hier eine Leinwand, was natürlich auch Englisch Linen heißt. Das Licht ist innen und du projizierst das Licht innen auf eine Leinwand und dieses Licht musst du wieder einen. Dann heißt es auch Glied, Gall, Welle, Iet. Ja. Das Ed ist natürlich ganz interessant, weil wir ja da zwei Möglichkeiten haben. Ja. Das erste Mal, das ist einmal hier, wichtig ist, das Ganze basiert auf den Schwätzern und die Schwätze wiederum basieren immer auf 2G und 2G ist Gack oder Gall. Ja. Okay, wir bleiben aber mal hier jetzt definitiv, da kann ich jetzt nämlich Ebed von Ebed, okay, da müssen wir das Ebed eingeben, augenblickliche polare Öffnung. Genau. Und dann kriegst du den Diener, den Knecht und den Sklaven. Ja. Wie muss ich jetzt das verstehen? Wenn einer sagt, da komme ich nicht mit, der denkt einfach noch zu kompliziert. Ja. Das heißt eigentlich, wenn ich jetzt das nur lese, ein gestaltgewordener Augenblick ist eine polare Öffnung und was ist das? Das ist dein Werk und deine Dort. Ja. Du hast die Möglichkeit, das zu bearbeiten. Du wirst jetzt nämlich merken, dass das Ganze, wenn du eine Labertasche bist, das passiert in dem Laboratorium. Du bist der Labertasche und in deinem Laboratorium passiert das Ganze, was du dir ausdenkst. Das ist dein blauer Kopf. Ja. Okay. Schau. Labor, Adorium, Labor, ihr Werk. Ja. Feminin, das Werk der Frau in dir. Ja. Das ist Erfindung, Lüge und Geschwätz. Wir landen wieder bei dem Dorthandlung. Jetzt merkst du, wir gehen jetzt weiter rein, aber so arg will ich mich nicht verlieren. Wir gehen da ganz mal wieder zurück. Ganzes Wort. Suchen, das hat mir gerade. Und wenn ich die Ausgangsbasis, dass jetzt das da mal das der Mutterleib ist, der Mutterschoß, das Innere, das Eingeweide, das ist praktisch die Matrix. Ja. Also hier haben wir schon mal ein Symbol für die Matrix. Wir sind bei der Verwölbung, bei der Verwicklung, bei der Verwölbung in dir. Dann haben wir MER, das hast Gestalt geworden, erweckt. Ja. Ganz einfach mal dieses MER. Das kann jetzt jeder machen. Ich weiß, ihr wisst das meiste, da redet noch mehr. Das ist jetzt die Blöße, die Lichtung. Eine Lichtung ist auch eine Fläche, die sich in dir auftut. Aha. Ja. Okay. Die Fläche, die sich in dir auftut, kommt vom Erwachen. Es wird wach, es wird was erweckt. Aha. Ja, genau. Wir gehen wieder zurück, leichtes Spiel. Die Grundradix in dem Wort ist eigentlich das M als Vorsilbe gelesen, ist Ereb. Diese erweckte Polarität, das ist natürlich ein Riesenkomplex an Bedeutungen. Das heißt, das erste Mal ist das hebräische Wort für Abend. Und ich sage jetzt, wenn du Abend liest, dann mach einfach das erste Mal der Schöpfersohn öffnet. Genau. Abend. Du kannst natürlich sagen, ab ist ein Aufblühen von END. Elef, ND heißt, ich werde auf- und abschwingen. Ja. Das passiert aber in dem Moment, wo du Schöpfer deine polare Existenz öffnest. Mhm. Wenn ich so lese. Ja. Okay, dann haben wir Arabien, das lassen wir jetzt mal, was mir wichtig ist, das heißt auch Gemisch. Jetzt hast du ein Gemisch. Mhm. Der Geist wird zu einem gestaltgewordenen Isch. Ich. Zu einer Gestaltwerdung. Ja. Was jetzt ganz ist, ist Gewebtes, Gewirktes, von dir Bewirktes, im Geist gewirkt oder vom
Gehirn. Ja. Wirkung entstanden. Dann genau. Ist es das hebräische Wort für Insekten. Wir haben doch festgestellt, dass Insekten sind welche, die in Glaubensgemeinschaften sind. Ja. Denk an das letzte Gespräch, wo ich auch den Nacktmull anspreche. Das Nacktmull ist eine Kolonie von Säugetieren und die haben immer ein Weibchen. Genau. Insekten haben immer als eine Königin, das heißt eine Frau als Logik. Ja. Jetzt ist dasselbe Wort, ist auch die vierte Plage in Ägypten. Da steht, die vierte Plage nennt sich Areb. Mhm. Es ist natürlich dann das Ungeziefer, das du in dir drin hast, die Stechfliegen, die dich drangsalieren. Wir brauchen natürlich auch was Positives, angenehm sein, süß. Mhm. M-Ischen, ich sag eins machen, ist eine Vermischung von Widersprüchen. Was passiert, wenn ich einen Kreis und ein Dreieck voll sich widersprechende Figuren eins mache? Dann vermische ich das und mache was Neues draus. Genau. Okay, und jetzt kommt das Wort Bürge. Das passt jetzt übrigens zu den Sachen mit den zwei Arten von Zinsen. Habe ich Soll- oder Haben-Zinsen? Sind es positive Zinsen oder negative Zinsen? Es ist ein Unterschied. Ein Bürge und ein Zeuge hat miteinander zu tun. Ein Zeuge, der etwas erzeugt. Du bist immer der Erzeuger deiner Traumwelt und der Zeuge von dem, was du dir selber ausdenkst. Ja. Aber bist du schon der Bürge, der sich dafür verbirgt? Das ist nämlich Verantwortung. Trägst du die Verantwortung schon dafür? Einer, der Bürger ist, der trägt die Verantwortung für das, was er macht. Ja. Das sind immer andere Schuld, dass ich mich aufrege, dass der blöde Ugu hier permanent reingrätscht. Da müssen wir irgendwas machen, dass der keine Einträge mehr machen darf. Weißt du denn gar nicht, was du sprichst, wenn du dich aufregst? Offensichtlich nicht, weil dort der Beobachter fällt, ihm das bewusst wird. Es fällt komplettes Bewusstsein. Es ist jetzt wurscht, ob du dich über dieses oder jenes aufregst. Und wenn sie über körperliche Schmerzen sind, die dir nicht passen, du willst wieder Einseitigkeit und bleibst damit entheiligt. Mhm. Wie viel hast du von dem Satz von mir verstanden, dass ich sage, solange du etwas bekämpfst oder etwas nicht haben willst, existiert das und wird sich immer wieder in dir wiederholen, das, was du bekämpfst und das, was du nicht haben willst. Solange, bis es dir gleichgültig geworden ist. Dass du nicht mehr reagierst, sondern nur noch schaust, ohne zu reagieren, dann kommst du in den Zustand des bewussten Sehens. S-Ehe, Bewusstsein ist eine Ehe-Existenz. Ja. Wirst du nochmal sagen, das ist mir lieber wie das. Dann bist du der Bauer, der niemals behaupten wird, der Sonnenschein ist mir lieber wie der Regen. Ja. Okay, wir gehen wieder zurück. Da können wir jetzt natürlich viel, viel dazu sagen. Da steckt eigentlich schon, symbolisiert das Polare außerhalb und so weiter und so fort. Abend, A-B-N-D. Ja. Die nächste Radix, das ist die Grundradix. Die nächste Radix ist praktisch. Reda, du wolltest was sagen? RB habe ich gesagt. RB, das ist die Vielheit. Das ist die Vielheit. Jetzt kriegst du zwangsläufig, wenn du was in dir wächst, kriegst du die Vielheit. Diese Polare, diese berechnete Polarität. Wir machen jetzt mal das B auf L. Ja, cool. Polar aufgespanntes Licht. Das ist ein Block. Ich sage dann immer, BC, habe ich das heute schon gemacht, was ist ein Block? Und viele, das steht da unten, wird das genau beschrieben, was passiert, wenn du an einen Holzblock denkst? Du denkst erst einmal an einen Quader und in den Quader sind viele Holzscheide drin. Das heißt, du denkst dir praktisch eine Kiste und in der Kiste viele einzelne Puzzlestücke, nenne ich das, das sind Holzscheide. Ja. Holz sind augenblickliche Geburten. Das ist die Sache mit der Küche, mit der Kiste. An was denkst du, wenn du an die Küche denkst? Schau halt einfach, an was du dann denkst. Da dann her, dann Kühlschrank. Das ist aber nicht die Küche. Das ist übrigens auch ein Häuserblock. Ja. Was ein ganz schönes, das ist praktisch wieder ein Block, wo halt statt im Holzblock sind Holzscheide drin und im Häuserblock sind Wohnungen drin. Ja. In einem Schreibschinnereiblock sind Zeilen drin. Ja. Das bedeutet das Wort Block. Und was übrigens hochinteressant ist, das Wort Block im Sanskrit nachzuschauen, im Sanskrit, aber das wird jetzt viel zu weit führen. Mhm. Dieser Zusammenhang im Sanskrit, was Block auf Sanskrit heißt. Okay, das ist jetzt Ich, Ubeo, meine Geisteswung. Wir sind ja eins, wir sind so viel mehr als die Summe unserer ausgedachten Teile. Ja. Das ist jetzt interessant, dass du merkst, dass die absolute Einheit eigentlich mehr ist. UB 86 Elayon. Und da ist auch immer weniger. Darum sage ich ja oft, manchmal früher habe ich geschrieben, Rot mehr
Bindestrich ausgedacht oder weniger. Was du ausgedacht, was du dir ausdenkst, ist immer weniger als du selbst. Ja. Weil in dem Fall wirklich die absolute Einheit das Allumfassende ist. Ja. Ja. So, das haben wir jetzt. Dann haben wir Bewaff natürlich. Bewaff alleine heißt ja in ihm. Ja. Wir wissen das. Hebräisch jetzt. Bola aufgespannt. Blau gelesen. Wir sind nur blau. Das ist in ihm. Alles, was in mir drin ist, ist das da mal der Gedanken. Weil die Schwierigkeit ist halt mit den 16 Perspektiven, dass ich ja immer unser Prinzip positiv, negativ, sobald ich mir zwei denke, müssen schon vier da sein. Sobald mir das bewusst wird, sind acht da. Ja. In ihm, was jetzt interessant ist, eine Lichterscheinung. Dieses LD. Und da kommen wir jetzt, da müssen wir am Ende, müssen wir das spiegeln, andersrum lesen. Das ist jetzt praktisch hier, jetzt hast du mal, da mache ich beachte LD, Lichterscheinung gespiegelt, die L ist ein künstlich aufgeworfener Erdhügel. Ja. Jetzt haben wir immer, warten ist immer ein geöffneter Hügel. Das heißt, das ist die Welle. Ja. Das ist die Gedankenwelle. Mhm. Und die Spiegelung ist immer prinzipiell ganz wichtig, dass man die wieder, wenn wir diese Spiegelungen machen, und ich gehe jetzt einmal da von dem Bild weg, ich hole mal euch wieder zurück. Das ist das, was du gesagt hast, von Osten in den Westen, nämlich von rechts nach links. Kleinen Moment, oh, da muss ich drauf. Jetzt da. Ich hoffe, jetzt haben wir das Bild wieder. Habt ihr mein Bild wieder? Ja. Dass er umgeschalten hat. Und das ist halt das Schöne, dass du auch die Zahlenstruktur, ich habe das so angesprochen, wenn es irgendeiner dafür interessiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier DN mache. Mhm. DN ist eine geöffnete Existenz. Wenn wir das spiegeln, haben wir ND. Das ist eine existierende Öffnung. Oberflächlich betrachtet, also einseitig betrachtet, ist ja das dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Eine geöffnete Existenz passiert in dem Moment, wo ich was mich selbst urteile. Aufgespannte Berechnung wird zu einem Teil. Ja. Wir werden mal ein schönes Update machen über das Teil. Was bedeutet eigentlich ein Teil sein? Etymologisch hebräisiert. Wäre ganz spannende Geschichte, glaube ich mir, mit vielen Know-how-Effekten. Worauf ich jetzt hinaus will, dass hier gespiegelt ND, diese existierende Öffnung blau gelesen, das hebräische Wort dazu ist genug, eine genügende Menge. Das heißt, dass du momentan für eine Seite von deinem Komplex, wo du anschaust, genug hast. Ja. Dass ich konzentriere dich auf die Seite und mach dir die Gegenteilseite bewusst. Aber jetzt, worauf ich jetzt hinaus will, wenn man dieses Spiel DNND, das haben wir ja in vielen Filmen, kannst du mit allen Sachen machen, wenn du das umdrehst. Jetzt die vier auf der einer Ebene draus machen und dann kriegst du statt DN, kriegst du MN. Ja. Das MN, wir machen nur aus der 44. Immer dran denken, die Nullen kannst du zuerst einmal wegschmeißen. Dann kriegst du das MAN. Grundradix von Mens, von Denken, von Mendior. Und was erhält uns an Leben, wenn wir aus der Welt des Geldes rausgehen? Dein Denken. Ja. Der dich jeden Morgen einschaltet, indem du zum Denken, Spindestrich, zum Träumen anfängst, der erhält dein Leben und nicht irgendein Gedanke von dir. Genau. Das ist ein ganz klares Deutsch, eine ganz klare Aussage. Sobald du wach wirst, fängst du zum Denken an, du Geist. Und dann erlebst du was in dir selber, in deinem roten Kopf. Und du kannst dich nicht selber einschalten und du kannst dich nicht ausschalten. Ja. Und das ist aber auch der Anteil in der Mosche-Geschichte. Was soll uns dann am Leben erhalten? Mahn, das Himmelsbrot, die Rot, das Denken im Adam, das Mens. Das heißt, du wirst so einen kleinen Gott, wenn du anfängst, dich bewusst selbst zu urteilen, zu denken, denken. Jetzt wird es aber interessant, dass wir das auch spiegeln können. Da wird aus dem Mahn wird NM. Wir haben einmal eine Gestalt geworden, Existenz, rückwärts gelesen, eine existierende Gestaltwerdung. Das heißt übrigens Schlummern und etwas, wo sich hinträumen, wenn man sie preisiert. Schlummern und Lachen. Wenn ich das bewusst mache, ist das in Ordnung. Jetzt gehen wir in den nächsten Schritt. Wir machen den ersten Buchstaben, machen wir zu einem T, zu 400. Wir heben jetzt das, diesen Menschen, das kleine J, zu einem wirklichen Menschen. Blau gelesen ist es natürlich Tafel. Dann kriegst du TM. Und TM ist ja unsere Atom. Und T jetzt geschrieben ist, das die Vervollkommnung. Das ist die Öffnung, wird zu einem Vier, das reine nackte Gestaltwerdung, das 40 auf die Zehnerebene gehoben, dann wird es praktisch hier zu einem kleinen Gott, Zehnerebene, die 100er-Ebene rot, die rote Seite, ist ja der wirkliche Mensch.
Und dann ist es TM die Vervollkommnung. Ja. Die natürlich gespiegelt, dieser Immerseiende, das Immerseiende mehr rot gelesen wird jetzt umgedreht, MT, Gestalt gewordene Erscheinung, Tod. So viele. Weil alles, was im Meer ist, ist dieser eine, der sich's ausdenkt. Jetzt habe ich nur zwei, die sind nur die Radix, TN, MN, TM, gespiegelt gelesen. Dass du das Prinzip verstehst. Es funktioniert mit allen Zeichen, die natürlich auch dann gelten für alle Sprachen der Welt. Es ist eine Matrix. Löse dich von dem materiellen Denken, löse dich von der Rechthaberei. Das Spiel, das du spielst und das sich in dir spiegelt, um das letzte Vorhergehende, was ich hier unter das letzte Selbstgespräch drunter kriegen kann. Da schieben wir jetzt dann gleich das Selbstgespräch nach, aber das nicht zu lenken wird, lassen wir es jetzt gut sein. Danke. Und danke. Das ist, wir wissen das, ich weiß jetzt, das ist die Altvordersten, wie ich das nenne. Das Wissen der Alten, die Weisheit der Alten können ja nur Alte wissen. Und wenn das Jüngere wissen, dann rezitieren die das bloß. Und man kann sich durchaus schon, wenn man jung ist, sich in Begeisterung versetzen. Ich habe jetzt so gern hier unseren Moritz, der ist sowas so begeistert, was er mir schreibt. Übrigens auch ein Ugur, ich rede jetzt raumzeitlich. Ugur ruft mich ja auch an. Da bin ich drauf eingegangen, gerade in dem vorhergehenden Selbstgespräch mit Andrea. Das ist so ein Lieber, der quält sich und der merkt, ich kann nicht, ich glitsche immer wieder weg, ich merke, was ich für ein Arschloch bin, ich kann nicht anders. Das ist, dasselbe höre ich von dem Ron, wenn er mich anruft. Der dann total, wenn ich ihm in Ruhe was erkläre, dass ich ihn jetzt halte, dass das super geht, der sagt, Udo, und sobald ich aufliege und dann kommt irgendwas von außen und dann glitsche ich wieder vollkommen weg. Aber ist das nicht vollkommen normal? Mhm. Die haben zumindest diese Brösel, den Ansatz spreche ich denen zu, dass ihnen ansatzweise das bewusst wird. Aber einer, der meint, der hat es verstanden, der kannst du total vergessen in ihrer Rechthaberei. Genau. Und ich sage, solange das erweiternd inspirierend ist, ist es doch vollkommen in Ordnung. Ja. Es geht nicht, ich kritisiere das Geschwätz nicht. Was ich kritisiere, ist, wenn dann zwei oder drei Stück einfach so Privatgespräche halten, die so belanglos sind. Was ich dem Ugo eben erklärt habe, dass ich sage, pass auf, du siehst es, du bist daheim, du tust den ganzen Tag nichts, als sitzt vor deinem Internet und klatscht halt da rein und klatscht rein. Und das sind Flügelschläge deines Schmetterlings, du kriegst das volle Breitseite wieder zurück. Jetzt niemand mal einen, der noch im Arbeitsleben sitzt, der sich für Holofeeling interessiert, aber der hat halt sein Bröselleben noch leben muss, den zwar der hin und her gerissen ist, dieser Satz, ich werde ja auch gern von morgens bis abends das studieren, aber ich habe ja Familie zu ernähren. Und dann schaut er halt rein und dann muss er hier 200 Einträge überscrollen von so Geschwätzigkeiten wie von dir. Und ich sage, wenn du dann irgendwann einmal feststellst, dass du alle Rollen spielen musst, wenn du weißt, es ist ja alles gleichzeitig, erst dann kommst du in das heilige Denken. Aber momentan, solange du glaubst, die Welt um dich herum ist schlecht, lebst du praktisch in einer Traumwelt, die du selber vollscheißt mit deinem Glauben. Das erst, wenn du dich löst von diesen einseitigen Meinungen, egal um welche Meinung das es geht, dass du merkst, das Spiel muss ich spielen. Ja. Also lernen wir zuerst einmal, was wir Kinder beibringen, Mensch, ärgere dich nicht zu spielen. Mhm. Eine alte Metapher von dem Udo. Mit einem Kind spielt man, Mensch, ärgere dich nicht. Meinst du, dass irgendeiner, den ich mir jetzt bewusst natürlich ausdenke, der so sein muss, dass irgendeiner, der sich über irgendwelche Einträge aufricht oder überhaupt über was aufricht, dass der überhaupt schon die Reife hat, dass ich mit dem Mensch ärgere dich nicht spielen kann? Zumindest habe ich begriffen, um was es eigentlich in dem Spiel geht. Genau. Du hast zu lernen, dich über nichts und niemanden aufzuregen. Du hast zu lernen, alles zu lieben, weil du weißt, es sind Facetten von mir selber. Deine Gedanken, Bindestrich, deine Informationen, egal welchen Namen, welche Form du dieser Information, diesen Gedanken gibst, ist eine Facette von dir. Ja. So ist es. Mehr gibt es nicht zu verstehen. Ja. Und dazu brauchst du keinen Intellekt. Du wirst jetzt merken, dass genau dieser Intellekt, den du zum Denken benutzt, den du, meine Meinung, die dir hundertprozentig logisch erscheint, ist doch ein Glaube eines Narren, der so geistlos ist, dass er nicht einmal weiß, was 100% sicher bedeutet. Wahrlich, ich sage dir, ich werde dir beweisen, dass das, was du glaubst, letztendlich nur das nachgeäffte Wissen von dummen, angeblich
gebildeten, ich nenne das verbildeten Affen ist, die sich Professoren nennen, die meinen, all das, was sie geistlos nachplappern, ist hundertprozentig sicher bewiesen. Stimmt, weil es dir logisch erscheint. Mhm. Aber es besteht zu 99% aus Sachen, die du dir erklären kannst, weil du dieses Wissen einprogrammiert bekommen hast, aber was du als Ding an sich nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Mhm. Du baust logische Konstrukte mit deinem Wissen auf. Wenn du das Wissen nicht hättest, wäre das überhaupt nicht da. Ja. Luft, die mir atmen. All das ganze Zeug. Die Wassermoleküle, die vor 200 Jahren schon entdeckt wurden. Die Stimmgabel, die hier vor fast 200 Jahren schon, hat man gewusst, dass die mit 440 Mal in der Sekunde sich hin und her bewegt. Geistlos nachgeplappertes, angeblich hundertprozentig sicheres Wissen. Versuch das bitte nicht, irgendwelche Figuren in deinem Traum zu erklären. Du rennst gegen Wände. Weil die alle so gescheit sind. Dann wirst du die Sinnlosigkeit irgendwann einmal erkennen, dass es keinen Sinn macht, einen Gedanken, den du denkst, wo du dir denkst, der weiß es ja nicht, was erklären zu wollen. Ich bleibe wieder bei meinem schönen Beispiel. Anstatt eines Menschen, eines menschlichen Kopfes, eines menschlichen Gehirns, denkst du dir jetzt der Kiste. Die entsteht in dem Moment, wo du die Kiste denkst. Und jetzt versuchst du unbedingt, dass in diese Kiste Wissen reinkommt. Und die Kiste wehrt sich dagegen. So habe ich die Kiste jetzt in deinem Programm geschaffen. Ich sage, das Kistenbeispiel. Was ist in deinem Kopf drin? Was denkt er dann von mir? Du denkst an der Kiste und fragst dich, was ist da drin? Ich sage, wenn du weißt, dass du dir die Kiste jetzt ausdenkst, ist in der Kiste, wenn was drin ist, ist das drin, was du dir reindenkst. Wenn du unbewusst bist, meinst du, ich denke mir jetzt eine Kiste und ich weiß nicht, was in der Kiste drin ist, die ich mir denke. Jetzt hast du mal gar nichts. Jetzt stellst du in die Kiste ein Fragezeichen rein. Weil drin ist ja was. Weil du eben glaubst, dass die Kiste auch dann da außen ist, wenn du sie nicht denkst. Ja. Der Mensch. Genau. Der Wahn. Bruch des zweiten Gebotes, dass du meinst, es kommt irgendwas von außen. Es kommt nicht einmal von innen, weil das Innen, das du dir jetzt ausdenkst, ist ein ausgedachtes Innen. Genau. Innen und Außen. Das wirkliche Innen kannst du gar nicht denken, so wie du, selbstverständlich kannst du das Wort Innen denken, du kannst dir eine Vorstellung von innen aufbauen, was aber immer ein Gegenteil erzeugt. Genau. Wenn du denkst, innerhalb HAL B und außer HAL B. Aber was ist dieses HAL? Indem sich was inner HAL und außer HAL befindet. Dieses B, die Polarität. Da haben wir übrigens, wenn du das zusammenfasst, ist inner HAL B plus außer HAL B ist zweimal B und zweimal B ist hier. Zweimal zwei ist hier. Das führe ich dann zwangsläufig zu blauen Wissen. Wieso führe ich die vier zu blauen Wissen? Ich denke bei BB immer an Brigitte Bardot. Blond, blauäugig und blöd. Oh Gott. Wenn du meinst, das ist Zufall, es ist dir zumindest jetzt zugefallen. Ja. Wenn man das Alter, unser Alter hat, weiß man das Synonym BB durchaus zu wissen. Ja, ja, das schon noch. Ja, und so ist das Leben. Genau. Und man wird ruhiger mit dem Alter, das Alter ist so ein Segen, das ist schon mal. Wenn ich jetzt sage wieder, ich denke mir jetzt, ich wäre jetzt Helene und Doni, und dann sehe ich hier Diana und Redo und dann denke ich, boah, haben die nur ein Stück Leben vor sich. Aber die haben jetzt einen Vorteil. In dem Alter, wie ihr wart, hatte die Holofeeling noch nicht. Doni. Genau. Ja. So ist es. Du musst es auch, dieses Geschenk auch zu nutzen wissen. Ich muss es zum Leben anfangen. Ja. Wer manipuliert mich eigentlich? Immer du selbst, dein Ego. Ego ist Ego. Ich, das verstehe ich nicht, da komme ich nicht mit. Ich. Das Einzige, was ich mir für dich wünsche, nicht einmal verlange, nutze deine Freiheit. Du hättest die Freiheit, dir dessen bewusst zu werden. Du hast sie, weil du mich jetzt sprechen hörst. Ja. Wer es hundertprozentig nicht hat, ist irgendein Brüssel, den du dir ausdenkst. Mhm. Dass diesen Unterschied, den ich immer wieder anspreche, ganz einfach, meine Botschaft richtet sich nur an den, der sich jetzt dieses Video anhört. Und der das hört und sieht, ist nicht irgendein Gedanke, nichts Existierendes kann was hören. Nichts Existierendes kann was, das sind vergängliche Erscheinungen.
Das muss verstanden werden. Slow, das ist das Allereinzige, was du akzeptieren musst. Ich erkläre dir, was du bist. Du bist immer. Ja. Und was immer ist, kann nicht existieren. Mhm. Es kann Facetten aus dem Block, der du selbst bist, herausheben. BL heißt ja schon mal im Licht. Ja. BL als hebräisches Wort gelesen ist Zastamal ohne irgendetwas wird es meistens übersetzt. Bredo, soweit ich weiß, BL ist ohne. Ja. Auch eine Verneinungsform von unseren vier Verneinungsformen. Ja. Wir spiegeln das einmal wieder. Dann kriegen wir Leb. Genau. Das Herz, rot geschrieben ist es das Innerste. Jetzt das rot geschriebenste Innerste, nicht ein ausgedachtes Inneres, nicht ein ausgedachter Gott. Aus diesen absoluten Innersten, das bist du, das sind wir, rot geschrieben. Und das ist einfach nur, Geist kann nur von Geist verstanden werden. Ewiges, Esaim, Bewusstsein, nicht existieren, kann niemals von was Existierenden verstanden werden. An der vergänglichen Erscheinung kann ich nicht erklären, was wirkliche Ewigkeit bedeutet. Und das ist jetzt, dass du irgendwann merkst, was ist das verbindende Parameter für alles, was ich erlebe? Ich selbst, ich werde doch immer nur mit meinen eigenen Informationen konfrontiert. Konfrontiert. Kon heißt zusammen. Ich bin immer mit dem, was in Front von mir ausgedacht, vor mich hingestellt ist. Ja. Das ist aber nur HAL B außen und HAL B innen ist und jetzt hast du die 2-2-2 plus 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 minus. Minus, 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 plus. Das sind die 2b. Genau. In der 4, im vierten Quadranten geschlossen. Ja. Das war übrigens eins meiner Schlüsselerkenntnisse, wo ich mal bei dir war, wo du mir vor Jahren das erzählt hast. Wer denkt sich alles aus? Eiffelturm, da, da, da. Das war der Schlüssel, eines der Schlüssel. Das ist doch schon wieder. Diese Aussage, wer ist das verbindende Parameter? Da hat es bei mir Klick gemacht. Damals. Ja. Wer ist das für das ist auch nicht diskutierbar, das ist 100%ig sicher für einen, der endlich zu verstehen beginnt, was 100% Sicherheit bedeutet. Ja. Was bedeutet 100% sicher? Das jetzt. Ist das, was jetzt, jetzt ist. Existierend ist. Mhm. Ist jetzt. Und da kann auch die ganzen dieser schwallern Interpretationen dazu. Wenn eine da ist, eine Interpretation. Es spielt keine Rolle, ob das sinnlich wahrgenommen ist oder feinstofflich nur gedacht ist. Ja. In dem Moment existiert ein grünes Mastmännchen. In dem Moment existiert ein Osterhase. Wenn ich an ein Osterhasen oder ein grünes Mastmännchen denke, da existiert jetzt meine Marion, wenn ich der Uda bin, auf der Feuerbrille. Oder die Donis oder die Diana. Hier und jetzt immer in meinem Kopf als Pixelmännchen. Ich mache mir nur bewusst, was jetzt da ist. Genau. Was schaue ich jetzt an? Was habe ich für Informationen? Ist sie feinstofflich nur gedacht? Ist es nur ein Gefühl? Ist es ein sinnlich wahrgenommenes Geräusch? Dann höre ich Bling, dann denke ich an eine Kirchenglocke, dann höre ich Zwitscher, dann formt sich meine Gnädi um, dann denke ich an einen Vogel. Dass ich merke, ich reagiere laufend, ich reagiere, auch mit Interpretieren verändere ich meine Information. Von einem Augenblick auf den anderen. Denke mal ein schönes Beispiel mit einem Anruf. Ja. Christine, du hörst falsch verbunden. Ist einfach nur eine quäkige Telefonhörerstimme. Du hörst Polizei, schreckliche Nachricht. Einige wenige Geräusche und dein Gemütschaos wird plötzlich aufgewühlt ohne Ende. Weil du diese quäkige Stimme an dem Ohr gehört hast, das übrigens nicht existiert, wenn du nicht an das Ohr denkst. Weil alles, was existieren kann, immer bloß jetzt existieren. Das ist hundertprozentig sicher. Und jeder, der irgendwas anders glaubt und an was anders festhält, ist eh bloß ein Gedanke. Mach dir nicht so viel Gedanken über deine eigenen Gedanken, weil die Probleme, jeder Moment, den du erlebst, jede neue Form, jede neue Information ist ein Problem, etwas Vorgelegtes. Dieses Vorgelegte löst sich schon in dem Moment, wo du Moment, wo du das nächste, den nächsten Gedanken denkst. Mhm. Du kannst das Spiel nicht aufhalten. Wenn du das jetzt in der Lage bist, vollkommen wertfrei zuzuhören, was ich dir jetzt gesagt habe, dann ist von einem Moment zum anderen, geht das Spiel zwar weiter, aber gefühlstechnisch in dir ist jegliche Form von Angst, Zukunftsangst weg, Wünsche sind weg, weil wie kleingeistig bin ich, wenn ich mir irgendwas wünsche mit meiner Logik. Ich sage immer wieder, wenn du
Ebene bist, bist du ein Gott. Du kannst dir alles erschaffen, was du willst. Aber in Abhängigkeit der Logik, die du dann benutzt. Und solange du meinst, dein Sinn heiligt das von den vielen, unendlich vielen Sachen, die du dir ausdenkst, du dann irgendwas Besonderes haben wolltest, du willst auf der Ebene nichts mehr haben, du willst keinen Gedanken mehr haben, du willst verstehen, wie du funktionierst. Das heißt, das, was ich Chat-Denken nenne, es geht nicht mehr um die Einzelteile. Nein. Es geht um das heilige Ganze, das man selbst ist. Und dann kriegst du ganz andere Möglichkeiten. Das ist in einem gewissen Maß, wie wenn ich jetzt einen Autor mache, der Romane schreibt, aber nicht nur irgendwie in einem speziellen Gebiet. Und es geht dann immer wieder zum Lehrer zu werden. Zum Lehrer von ausgedachten Figuren, die man letztendlich auch selber ist, weil Holofeeling heißt das Gefühl, alles zu sein. Und ich verweise nochmal auf Stein und Flöde, die große Erkenntnis des Lauschers, die der Lauscher selber nicht hat, aber dann der Zirbel, der Zirbelstock, wenn man diesen Roman kennt, wo ich immer sage, du wirst dann sehr schnell merken, dass der Zirbel Gott ist, das bin ich UB, der immer wieder in den Lauf dieses Riesenromans, in diesem Romanleben des Lauschers auftaucht, der sagt, du Narr, um das kurz nochmal zu bringen, die Szene hat zwei Söhne und der eine entwickelt sich zu einem Guten und der andere zu einem Bösen und der Lauscher kann ja mit der Flöte alles Mögliche beeinflussen, das ist wie ein Zauberwerkzeug, wie ein Zauberstab und seine beiden Söhne bringt er das bei und einer wird er zu Gut und der andere wird er Böse. Und jetzt kommt dann der Zirbel und sagt, du musst da irgendwas dich einmischen, weil die richten die Welt zugrunde. Ich mache jetzt eine Kurzversion. Und da sagt er, was soll ich, wenn ich die jetzt sehe, wie die mit der Flöte umgehen? Die sind ja beide mittlerweile auf ihre Art und Weise viel besser, wie ich das jemals war. Und als wenn hier, und dann sagt hier, ich erkläre ihm dann, dem Lauscher, solch du Narr, hast du denn immer noch nicht begriffen, was es heißt, ein wirklich guter Lehrer zu sein. Ein wirklich guter Lehrer zu sein, in meinen Worten, ist wie wenn du ein wirklicher Vater bist. Wenn du Kinder hast, das Bestreben, das du anstrebst, ist, dass deine Kinder es einmal weiterbringen wie du selbst. Wenn du ein guter Physiker bist, die größte Freude, die ein Sohn dir machen kann, wenn er in deine Fußstapfen tritt, muss ja nicht unbedingt sein, dass er noch in seinem Traum, in seiner Weiterwelt eine Weiterentwicklung stattfindet, dass er noch ein viel größerer Physiker wird als du. Und wenn er in andere Fußstapfen tritt, ist egal, was er macht, er soll das, was er, dann hat er ihm andere Lieder in den Fachgebieten. Wenn ich ein Physiker bin und mein Sohn ist ein Musiker, dann wird er auch Vorbilder haben. Gerne. Und wenn das gute Lehrer sind, dann ist denn ihr Bestreben, dass ihre Schüler auch zu noch besseren Musikern waren. Und das macht dann dich stolz auf eine vollkommen neue Ordnung. Du hast keine Vorstellung, wie stolz ich bin auf meine Redos, auf meine Folgers, auf meine Bezis. Und sobald ich auf welche stolz bin, jetzt positiv gelesen, nicht mit überheblichen Stolz, das ist der blaue Stolz, das ist wie mit den Zinsen, was ich gebracht habe. Es gibt Zinsen, die teuflisch sind und es gibt die Zinsen, das ist jetzt die Verzinsung, die auch angesprochen wird. Und immer wieder, die Kirchen rechtfertigt ihre Zinspolitiken in der Vatikanbank mit den positiven Zinsen, die damit nichts zu tun haben. Die kriegst du, diese Früchte, die du erntest. Du wirst das ernten, was du säst. Ja. Erinnert euch in Almena, wo ich gesagt habe, mit den ganzen Lehrgängen, dass hier immer ein Problem ist. Die rechtfertigen ihre Einseitigkeit, ihre teuflische Verzinsung, wo sie wollen, ich nenne es jetzt einfach mal haben wollen, Energieausgleich. Ja. Mein Energieausgleich funktioniert ganz anders. Die verlangen, du kriegst von mir Wissen, wenn du mir so und so viel dafür bezahlst. Das ist ja nötig, dass dem der Gerechtigkeit Genüge getan ist. Du hast mich mal umgebracht, dann muss ich dich auch umbringen. Das ist absoluter Blödsinn. Und alle, die da hingehen und Geld auspacken, die rechnen sich aus, dass sie von solchen Idioten, die Geld verlangen, irgendwas lernen kann. Was du lernen solltest, ist, dass man, wenn man wirklich selbstlos ist, dass man zuerst einmal gibt, ohne überhaupt zu hoffen, dass ich was zurückkriege. Das, was ich gebe, ist erst einmal eine selbstlose Hilfestellung. So ist. Wenn der das zu nutzen weiß, das haben wir ja so oft gehabt, wenn die Donis den Udo immer wieder mal Klopapier bringen. Ist ja auch ein Geschenk. Bescheiden bin, reicht mir das vollkommen. Oh, ich sage, bring mir das, was wichtig ist. Jetzt in der Corona-Krise. Nein, das ist die Freude. Das ist, du bezahlst mich in dem Moment, wo du das lebst, was ich dir sage, dass du anfängst, dich zu freuen und dass du immer mehr
diesen Charakter von mir selber spiegelst, dass du zu ich wirst. JCH. Mhm. Und nicht, wenn du rumnörgelst und meinst, du bist etwas besser wie die anderen. Ich weiß es, sehr, sehr trügerisch. Mhm. Da hat auch unser Andrea-Programm riesen Meilenschritte jetzt gemacht, die letzte Zeit. Mit ihrer letzten kleinen Sackgasse, wo sie nochmal reingelaufen ist. Weil sie merkt, es wiederholt sich alles. Es wird so, wiederholt sich immer wieder dasselbe, immer so lange, bis du das gecheckt hast. Und das, was du zu verstehen hast, ist so einfach zu verstehen. Hör einfach auf meine einfachen deutschen Worte. Gerne. Und hüte dich, das da mal verändern zu wollen, sonst bleibst du ein blindes Arschloch. Mhm. Es wird sich massiv an selbst verändern, wenn du zu verstehen anfängst. Das ist übrigens sehr interessant, in der Ehe sind wir oft darauf eingegangen. Ich sage immer, wir können mal die H als Quintessenz lesen, wir machen mal was Neues. Und die zwei auseinandergerissenen drumherum, diese E. Da sagen wir wieder, das ist eigentlich diese Energie der Ewigkeit, das E-Quadrat. Ja. Mhm. Aber was jetzt das Schöne ist, wir machen jetzt einmal die zwei E außen, in dem Wort Ehe, machen wir zu zwei H. Und diese Quintessenz kann man tauschen, wir nehmen uns die frei. Die Quintessenz steht ja für den Schöpfer. Mhm. Da müssen wir auch draus machen. Das ist wie wenn wir Perspektive verändern. Es ist doch die Quintessenz, ist doch nur ein anderes Wort dafür, ist doch Schöpfer. Machen wir auch draus. Ich sage immer wieder, du kannst alle Zeichen mit einem Zeichen austauschen. Im Blauen bin ich da so oft durchgegangen, geht auch im Roten. Was steht dann? Wie beginnt es dann? Ha-aha. Ha-aha. Und da hängt mit zur Polarität dran. Aha, die Liebe. Ja. Da hast du jetzt in der Radix, hast du eigentlich hier schon die Liebe mit drin. Das ist nur, wie heißt es im Sefer Yetzirah? Bauschzeichen, drehe die Zeichen. Ich habe am Anfang, wenn ich bin, du sagst, wir lassen die Zaster mal gleich, wir machen immer nur so Zweier, wie wir es gerade gemacht haben. Wir schauen mal zwei, dann springen wir mal eins rüber, dann machen wir Dreiergruppe, springen wir eins rüber. Aber jetzt haben wir doch schon ein bisschen auch von einer Spiegelung. Wir können die auch von rechts nach links und von links nach rechts lesen. Denk an das schöne deutsche Wort Fleisch hebraisiert. Fleisch, Schielef. Die Gestaltwerdung des einen, das Geschenk, Fleisch, göttliche Botschaft, ein Ding. Jetzt haben wir, da haben wir noch gar noch nicht ausgetauscht. Wir haben noch gar keine Spiegelungen gemacht innerhalb dieser Sachen. Lechem und Kolam. Ja. Ja. Noch. Was dann als Fenster ist übrigens auch dann noch mit drin. Ja, das Kolam. Das ist immer, das ist immer, das hängt alles mit einem zusammen. Du kannst keinen systemrelevanten Parameter rausnehmen. Mein Beispiel mit dem Kabelstecker. Du kannst nicht einmal die System nicht relevanten Parameter rausnehmen aus dem Spiel. Ich sage, ein systemrelevanter Parameter fürs Auto meinetwegen erfordert System nicht relevante Parameter, so wie ein Wellenberg ein Wellental erfordert. Jetzt kann ich sagen, guter Wellen, der Berg ist ja was und das Tal ist nichts. Ich sage aber, wenn ich dieses Tal wegnehme, gibt es auch keinen Berg mehr. Genau so ist. Wieso willst du ständig was vernichten? Wieso willst du ständig was nicht haben? Weil in dir die Liebe fehlt. Ja. Liebe deine Feinde, lieb alles, was du nicht magst. Das heißt nicht, dass du jeden Arsch um den Hals fallen musst. Du solltest zumindest wissen, es ist ein Gedanke von dir und wenn der Gedanke gut, dann ist er wieder in der Einheit, aber in der Form, wie du Mensch das willst, du wirst es ja auslöschen. Das Beispiel, du sollst nicht töten. Sehr oft darauf hingewiesen. Da steht nicht töten, da steht morden. Ein Tier, das ein anderes Tier auffrisst, ermordet das Tier nicht. Es macht sich damit eins. Es macht eigentlich das genaue Gegenteil von töten, weil Tod heißt ja lateinisch wieder so viel. Tod heißt ja so viele Gedankenwellen, Momente, die aber letztendlich immer dieselbe 200 Gramm rote Knete sind. Genau. Das Ermorden ist etwas nicht haben wollen, nicht zurückhaben wollen, vernichten wollen. Es muss ja Gerechtigkeit getan werden. Die ganze Rechtsprechung ist sowas von geistlos. Und diese Besserwisserei, die Figuren haben alle ihre Rollen zu spielen. Hüte dich irgendwelchen Figuren, Menschen, Protagonisten, die du dir ausdenkst, vorzuwerfen, dass die so sind, wie sie von dir gedacht waren. Ist das ein ganz einfacher deutscher Satz oder nicht? Ja.
Also mach dir irgendwann einmal deine eigene Geistlosigkeit als Brösel bewusst. Du denkst dir Sachen aus und regst dich maßlos über das auf, was ja nur deshalb außen ist, weil du dir das ausdenkst und es genauso ist, wie du dir es ausdenkst. Ob du an Menschen denkst oder Situationen oder Religionen oder Glaubenssysteme, es spielt keine Rolle. Es, dass du selbst bist, das, was die Rolle spielt, ist um dich herum deine eigenen Exkremente, die du dir ausdenkst, weil du komplett vergessen hast, wer du bist. Mhm. Und es ist jetzt wurscht, an wen du denkst. Ich immer wieder auch als Udo, ich bin genauso bloß ein Gedanke von dir. Mich interessiert bloß der, der sich die Sachen ausdenkt, der sich jetzt auch den Udo ausdenkt, sich selbst als Trockennasenaffen vor den Computer hinsetzt, sich Brösel flackernde Lämpchen anschaut und meint, die sind jetzt da irgendwo in Wien, in Zürich und in Österreich, in der Grünau. Vielleicht, wenn man das weiß. Oder in Weißenburg. Aber wo ist das jetzt alles? Was ist das jetzt? Informationen von dir. Einfach nur ständig wechselnde Informationen. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Danke, man kann's danke. Man kann es nicht oft genug hören, Rido, ne? Ja. Man kann es nicht oft, nicht genug, oft hören. Genug hören. Du weißt, ich kann da gleich sagen, den Punkt, wo du dir solche Gespräche, obwohl eigentlich oberflächlich wieder sehr ungenau betrachtet, es klingt, als wenn das immer, der erzählt ja immer dasselbe. Ja. Hm. Selbstverständlich rede ich ständig vom selben. Über denselben Geist. Aber die Worte sind immer nur die G-Leichen. Die Menschen, die ich ausdenke, sind zwar die G-Leichen Menschen, aber dasselbe bist du selbst. Ich selbst, weil ich nämlich du bin. Ja. Und dann kommt der Punkt, dass du, wie die Donis einmal so schön gesagt haben, wir hören uns das jetzt zum dritten Mal an. Die Dianas, die Redos. Und die hören dann zu und sagen, was ist da nochmal versteckt hinter den Worten, wenn man da tiefer gräbt, in sich selber tiefer gräbt. Und mach dir keine Gedanken um diese Rechthaber, die sagen, was ist das für ein Scheiß? Ja. Es bleibt das, was es ist, eine vergängliche Erscheinung, hineingesetzt in einen ausgedachten Leib, eine KI, die kann nicht anders. Ja. Aufgrund dessen, weil wir sie so ausdenken. Und wir brauchen irgendwelche Protagonisten, um uns zu unterhalten. Okay. Gut, danke. Danke. Ihr könnt ja nur ein wenig quatschen, wenn ihr wollt, wenn es euch langweilig ist. Ausgedachter, fester Drücker, Marion und dir, gell? Alles klar. Rita, das kannst du jetzt machen, das kannst du anhören, kannst du ja reinstellen jetzt. Das ja, ja. Gut, ciao. Ciao. Bussi an die Marion. Bussi an die Marion. Ich liebe dich auch. Ich liebe mich auch.